Lektion 309 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. In mir ist ewige Unschuld, weil es Gottes Wille ist, dass sie auf immer und auf ewig dort sei. Ich, sein Sohn, dessen Wille so grenzenlos ist wie sein eigener, kann keine Veränderung darin wollen. Denn meines Vaters Willen zu verleugnen heißt, meinen eigenen zu verleugnen. Nach innen schauen heißt nur meinen Willen finden, wie Gott ihn schuf und wie er ist. Ich fürchte mich, nach innen zu schauen, weil ich denke, ich hätte einen anderen Willen gemacht, der nicht wahr ist und ihm Wirklichkeit verliehen. Doch hat er keine Wirkung. In mir ist Gottes Heiligkeit. In mir ist die Erinnerung an ihn. Der Schritt, mein Vater, den ich heute tue, ist meine sichere Befreiung aus nichtigen Träumen der Sünde. Dein Altar steht friedlich da und unentweiht. Es ist der heilige Altar für mein Selbst und dort finde ich meine wahre Identität. Teil 2 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern, 9. Abschnitt. Was ist Christi Wiederkunft? Die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Sie ist ein Teil des Zustandes, der das zurückerstattet, was nie verloren war und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes, den Platz der Illusionen einzunehmen und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Es ist die alles einschließende Natur von Christi Wiederkunft, die es ihr erlaubt, die Welt zu umfangen und dich sicher zu bergen in ihrer sanften Ankunft, die alle Lebewesen mit dir umfasst. Die Befreiung, die Christi Wiederkunft bringt, hat kein Ende, da Gottes Schöpfung grenzenlos sein muss. Die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als eins leuchtet. Und so wird das Einssein endlich wiedererkannt. Christi Wiederkunft beendet die Lektion, die der Heilige Geist lehrt und macht dem jüngsten Gericht Platz, in dem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet, die sich über sich hinaus ausdehnen wird und zu Gott hinaufreicht. Die Wiederkunft Christi ist die Zeit, in der ein jeder Geist den Händen Christi übergeben wird, um dem reinen Geist zurückgegeben zu werden, im Namen der wahren Schöpfung und des Willen Gottes. Christi Wiederkunft ist das eine Ereignis innerhalb der Zeit, das die Zeit selbst nicht beeinflussen kann. Denn jeder, der jeher kam, um zu sterben oder noch kommen wird oder jetzt gegenwärtig ist, wird gleichermaßen befreit von dem, was er gemacht hat. In dieser Gleichheit wird Christus als eine einzige Identität wiederhergestellt, in der die Söhne Gottes anerkennen, dass sie alle eins sind. Und Gott, der Vater, lächelt auf seinen Sohn, auf seine eine Schöpfung und seine einzige Freude. Bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge, doch lass es darauf nicht beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme, am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Lass uns frohlocken, dass wir Gottes Willen tun und uns in dessen heiligem Licht vereinen können. Siehe, der Sohn Gottes ist eins in uns und wir können die Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen.